Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TBP, Triple O Speak Pack und... Oh, nee, Twitch wollte ich jetzt nicht. Das macht schon der Tobi. Ja, so. Ja, wieder mit dabei, Triple O habe ich schon gesagt, Crazy, dann irgendwo hüpft noch der Dosch rum. Auf der Karte sehe ich ihn, wieder in seinem Verlies da hinten. Verlies? Ich dich auch. Was denn? Bist doch da im Berg, oder? Das ist doch kein Verlies. Nee, schade. Das ist erst, wenn ich Christian irgendwann mal AFK erwische. Okay. Ja, mach du ruhig. Das ja, war jetzt irgendwie so falsch. Es war einfach falsch. Es war falsch. Ich will es gar nicht wissen. Energy Smelter, hallo. Zwei Basic Control Circuits und noch ein bisschen Redstone. Ab sofort lock ich mich drin? Jedes Mal aus. Oh, ich, okay, ich erwarte dich. Die zwei. So. Warte mal, Redstone müssen wir doch auch. Nee, da. Nein, da. Da haben wir es doch. Achso, Glas brauche ich auch noch. Na, siehst du? Mach doch mal gerade, ich muss mal gerade kreativ werden. Ja. Was, du musst kreativ werden? Ja, ich weiß, wie ich jetzt mein Lager aufbaue. Aha. Chat steht gerade, Klaus kann ja gerne mal sagen, zu welcher Uhrzeit wir aufnehmen. Ja, kann ich. Soll ich? Mach doch. Ja, gut, wir haben jetzt 20 vor 12. Also vor 0 eigentlich. Nachts. Abends. Kannst du auch einen Screenshot machen, da steht alles drin. Was? Ja, wenn du einen Screenshot hast. Achso, genau, ja. F2 gedrückt und dann hier. 23.40 Uhr und 19 Sekunden. Der 3.8.2015. Ist doch top. Ist das nicht top. Ist das schön. Mann, du. Ah, cool. Warte mal. Ich könnte noch, wenn wir sowas haben. Doch, haben wir. Da. Also ich bin absolut dafür. Cardboardbox, doch, ne? Absolut dafür, dass Marcel eine Ender-Thermic-Pump baut. Eine Ender-Thermic-Pump? Ja, wenn der mal wieder kommt. Precision Sawmill? Achso, die müssen wir ja auch noch bauen. Ah. Ender-Query will er ja nicht mehr, ne? Eine Ender-Query ist auch noch immer deaktiviert, weil ich will erstmal den Immersive Engineering Excavator ausprobieren, bevor ich mich umentschließe. Und wenn, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich im Moment erstmal davon überzeugt, das Buildcraft-Gerät reinzuschmeißen, weil das ein bisschen... Okay, machen wir es eben nicht. Ja, wie soll ich sagen? Habe ich genug Platz? Ich glaube nicht, ne? Buildcraft-Gerät ist halt ein bisschen fieser als so eine Ender-Query. Die Ender-Query ist halt ziemlich einfach zu craften. Die Ender-Query ist einfach zu bedienen und am Leben zu halten. Item-Up-Transport, Austauschen der Items und so weiter. Das gleiche halt auch beim Miner. Da ist diese ganz puffnormale Query, die muss man halt schon mit Bedacht aufstellen. Weil, wie man ja auch weiß, durch Lava wird die gestoppt. Der wird jetzt erst noch konfiguriert. Da rein, da raus. So, und jetzt bauen wir mal das Upgrade. Wo ist es denn? Hier. Basic Factory Installer. Weil ich mir halt nur bei der normalen Query denke, ist halt, ich habe keinen Bock auf diese gigantischen hässlichen Löcher. Genau, deswegen will ich sie aufstellen. Wegen den Löchern? Ja. Warum? Weil die Leute dann halt überlegen müssen. Stelle ich mir wirklich eine Query hin, sau mir alles, die ganze Optik, oder stelle ich mir keine Query hin? Und sag einfach, ich geh meinen. Ja, toll. Du bist mir einer. Ja. Ja. Ich habe bei Bakerman gelernt, Output Planks. Achso, die sind gechiselt, ne? Ja gut, dann muss ich ja erstmal umchiseln. So eine kleinen Gemeinheiten habe ich doch halt bei Baker und Butze gelernt. Und jetzt Carsten macht's nicht viel besser, würde ich sagen. Oh je. So, zack, zack. 2, 3, 4. Dann nochmal hier 2 Eisen und schon haben wir Basic Factory Installer. Und. Rechtsklick drauf, fertig. Haben wir hier Basic Smelting Factory. So, ihr kriegt jetzt natürlich auch noch ein paar Upgrades. Haben wir hier noch, das haben wir auf jeden Fall. Warte mal, Upgrade. Da, Energy Upgrade, genau. Das war nochmal mit Enriched Alloy und Glas. Und Pulver. Goldpulver. Und noch irgendwo Goldpulver. Schau mal in der Pulverkiste. Ja, Goldpulver, da haben wir es doch. So. Portable Crafting können wir auch mal nutzen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Bup, bup. Na, komm. 8 Stück davon. Den Rest schmeißen wir erstmal wieder raus. Kriegen wir eh wieder. Nein. Ach, toll. 8 Upgrades rein und fertig ist der. So, jetzt kann ich das mal da alles reinwerfen. Hallo? So, ja, warte mal. Sorting off, genau. Nee, Sorting on. On, off eigentlich. Off. On, off, on, off, on, off. Ja. Du steht so, on, off. Dann... Soll ich da drauf drücken? Aha. Wieso muss ich jetzt... Das scheint irgendwie noch ein Bug zu sein, ne? Was? Bei Mechanismen. Ich habe jetzt eben mit Shift-Rechtsklick versucht, das Pulver da rein zu drücken und es erscheint dann erstmal im Inventar und wenn du dann nochmal raus und nochmal reingehst in die Maschine, ist es drin. Das ist irgendwie ein Forge-Bug. Der tritt nämlich nicht nur bei Mechanismen auf, der tritt auch bei vielen anderen Mods auf. Deswegen habe ich in dem Punkt Forge unterwind. Okay. Ja gut, so passt das. Gut, wir haben jetzt eine komplett automatisierte Erzverarbeitung, so rum. Schön, ne? Schön. Läuft. Ganz, ganz, ganz toll. Und die packe ich jetzt aber mit da rein. Boah, wir brauchen unbedingt ein größeres Lager. Heck, hat er doch gesagt, macht Eisenkisten draus. Wer hat das gesagt? Ich. Achso, du. Dann hat ja, gesagt, lass uns ein Lager. Okay, der erste Plan war Logistical Pipes. Das hat sich jetzt ja erledigt. Ja. Der nächste Plan wäre dann jetzt ja halt, oh, hab's vergessen. Mhm. Das macht das Portal. Wie macht das ja Portal? So ein bisschen Addams Family. Genau. Oh, Fackel weg. F7? Oh. Das ist normalerweise, nicht gut. Glaube ich, auch nachdem der andere Mod rausgeflogen ist, also Logistical Pipes wurde ja gestrichen, könnte eigentlich jetzt auch Dingens mal wieder anpassen, ne? Hm. Gold. Ja, mit Gold haben wir extrem viel. Mhm. Ja, das war wegen Logistical Pipes. Ja. Oh, das war, sieht halt doch gar nicht mal so schlecht aus hier jetzt. Ist halt auf Eisenwert angehoben, ne? Ja. Aber 100% Eisenwert. 1 zu 1. Alter. Deswegen finde ich so wenig Eisen, ne? Nein. Nee? Du musst genau die gleiche Menge Eisen finden, wie du prinzipiell hier, ne? Ja, okay. Na gut, dann mache ich mal ein paar Iron Chests. Also das kann ich jetzt mal ja nicht so unterschreiben. Doch, das kann. Also von der Konfiguration her ist es definitiv so eingestellt. Aber vom Gefühl her nicht. Ja, eure Gefühle sind mir ja egal. Das geht mich eure Gefühle an. Ja, das ist wirklich ein böser Mensch. Ja, ich jetzt, ne? Ja, du wieder, klar. Wer sonst? Ja, Gott sei Dank. Das ist ein Typ. Ich weiß nicht, ob du das eben mitbekommen hast, aber... Ja, natürlich bin ich ein Typ. Ich bin auch keine Frau. Das ist mit dir nicht richtig. Mir ist alles richtig. Nein, das ist gut. Ja. So, wie viel haben wir noch? Haben wir noch ein paar. Die geilste Aktion fand ich ja eben noch von Trivodo auf dem Xnet-Server. Ja, ich habe hier noch einen Dosch. Verkaufst du den? Was hast du denn? Da habe ich mich erst echt verarscht gefühlt. Ja, sicher. Sklavenhandel, klar. Uses. Ich sag ja. Wenn denn die meisten jemanden raus? Ich habe es gesagt. Seit ich auf dem Xnet bin, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so ein Baumwollpflücker bin. Ah? Bist du denn schon schwarz? Ja. Schwarz geärgert hat er sich schon. Dann auf jeden Fall. Über mich. So, Tin Ingots, was machen die Tin Ingots? So. Stell mich irgendwie auf dem X-Net-Server, stelle ich mich total dämlich an. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin irgendwie so überwältigt von dieser Masse an Mods, weil das eigentlich viel zu viel ist und alles so doppelt, gefühlt doppelt und zwölffach. Und außerdem fehlt mir Mechanism. Ach komm, so groß ist das Pack jetzt aber auch nicht. 166 Mods, was ist los mit dir? Ja, ist ein bisschen was. Oder bist du überwältigt von den Lags? Das kann natürlich auch sein. Ja, die Lags waren ja heute echt nicht feierlich. Das Problem ist, das geht die ganze Zeit schon so. Ja, da muss irgendwas passieren, ne?
Ja. Weniger Leute oder mehr Hardware? Mein Forge ist dabei. Er gibt sein Bestes. Aha. Doch nicht gut genug anscheinend. Doch, doch, doch. Heute hat er da irgendwas dran rumgedreht. Also ist auf jeden Fall jetzt flüssiger. Okay. So, nochmal. Oh, Alter, wie viel Gold wir haben. Ja, komisch. Ja, merkwürdig. Ich glaube, ich. Warte. Gold wegschmeißen oder was? Natürlich. Warn dich. Ja, kannst du es mir gern vorbeibringen? Ich nehm's gern. So. Kann ja Logistical Pipes wieder reinnehmen. Die Frage ist, willst du das auch? Ich? Mir ist es wurscht. Nee, ich meine eigentlich gerade Tobi. Sag mal so, unterm Strich würde da ja eigentlich gar nicht so das Problem bestehen. Nur wenn ich update und Logistical Pipes sagt, ich funktioniere nicht mit der und der Forge-Version oder ich kooperiere nicht mehr mit Buildcraft, ja, was soll ich dann machen? Ja. Dann kann ich nur noch sagen, tschüss. Weil ich behalte auch Logistical Pipes nicht drin und schmeiß Buildcraft raus. Hallo, geht's noch? Oh, ich hab's gewusst. Okay. Logistical Pipes, ja, so schön und so nett wie der Mod ist, aber wenn da halt die Kompatibilität fehlt, ja, dann ist das halt so. Ja, nee, ist verständlich. Der ist auch total, leckfrei. Aber total. Belastet keinen Server. Nö, gar nicht. Überhaupt nicht. Nee. Meinst du das jetzt ernst? Nein. Na gut. Aber der weiß ich nicht so genau. Ja, der zwiebelt schon rein, weil der irgendwie stets und ständig abfragt. Nee, die bleiben da drin. Geh noch mit. So. Oh. Glaub ich. Ja, genau. Ich mach noch überall Goldchesten draus, ha? Wir haben ja genug. Klar. Aber ihr habt doch Goldprobleme. Bitte was? Also, ich meine, ich mache ja nur, das Update für morgen steht ja schon in den Startlöchern. Ich muss ja nur noch die Datei umschreiben. Okay. Wollte das halt ja nur heute mit dem Let's Play ankündigen, eben. Ist ja in der heutigen Folge gesagt worden, dass das morgen kommt. So. Frage ist jetzt: entweder Gold runter oder Logistical Pipes rein. Ja, dann lieber Gold runter. Gold runter. Nachträglich wäre wieder mit Retrogen in Verbindung gesetzt. Das würde heißen, das eine würde runtergehen und das andere könnte hochgehen. Weil er dann ja die Blöcke neu berechnet. Also wir würden dann das Gold erstmal so weit behalten. Also das, was aufgedeckt ist, ist dann aufgedeckt. Quasi. Sollte, also ich finde... Ihr müsstet nur darauf achten, also ich habe bisher nichts gefunden, auch in... Ah, plus 1 Repair, sehr gut. ich habe bisher im Singleplayer noch nichts gefunden, wenn ihr plötzlich hier irgendwelche Ores findet, die ihr noch nie gesehen habt, optisch, sagt mir bloß gleich Bescheid. Okay. Gleiche gilt natürlich auch für L-Community. Weil eigentlich ist Immersive Engineering abgestellt. Eigentlich daran, das gefällt nicht nur euch nicht, das gefällt auch mir nicht. Eben weil ich mit dem Mod noch nicht in Berührung gekommen bin und ich diese Config ja auch so schön aufgeräumt ist. Also ganz ehrlich, dagegen war GregTech zu seinen Höchstzeiten viel aufgeräumter und der war schon unaufgeräumt. Oh, Kobadast habe ich noch. Sowas. Also Tobi, da kann ich dir in 2 bis 3 Tagen Bericht erstatten, ob ich irgendwas gefunden habe. Ja. Ja, die Turtle ist dann wieder unterwegs. Wirst du aber hier vor Ort nicht finden. Ja, schon klar. Das ist bei 9 Chunks dann. Genau. Hast du schon gesehen, wie weit er gegraben hat? Nö, will ich auch gar nicht. Das ist Dosch. Der unterhüllt hier nur die ganze Welt. Ich sehe das schon. Ja, dann brauchst du auch, dann kannst du auch eine Quelle hier aufstellen. Ganz ehrlich. Ja, ist so. Ja, weißt du, wie ich das mache? Scheiß auf Query. Ich sag einfach, Christian, willst du im Bett um was zu futtern? Sollten wir mal auf dem X-Netz-Server noch zusätzlich holen. Wir brauchen keine Query. Ja, genau. So, der Monster hat rein. Nichts zu tun. Also den Monat habe ich noch frei. Alter. So ein Leben möchte ich auch mal haben. Willst du nicht. Dann geht Studium los, oder was? Nö. Arbeitslosigkeit.
Ja, oder so. Ja, ja, gut. So, warte mal, ich hab doch hier irgendwo noch ein bisschen... Nee, Obsidian war das. Ah, verdammt. Nee, warte mal, das habe ich da drüben gehabt. Ach, verdammt. Und zwar, ich glaube hier. Ja, genau, Concrete, genau. Auf Concrete läufst du nämlich auch ein bisschen schneller. Konkrete! Konkrete. Dafür müssten wir aber hier den Weg ein bisschen breiter machen. Get free. Ja, ich meine, ja, gut. Gut, mach ich. Was denn? Ja, having ha? Feel free. Achso, ja. Deswegen lache ich nur. Mhm. So. Wir gehen das schon wieder nicht hier. Ja, komm, das können wir auch mal. Weiß gar nicht, ob man aus Concrete auch Treppen bauen kann. Wenn, dann würde ich es mal über Carpenters. Oh, man kann Microblocks, meinst du? Nee, ich meinte Carpenters. So. Ja, okay, gut, ich meinte Microblocks. Gut. So, Moment. Schippchen. Da, Schippchen. Achtung, hinter dir. Oh, Mann, ey. Alter! Rest oder was, hä? Also nett. Bäh. So. So, jetzt aber. Hey, bum, 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 bum. Ja, hier. Du hast doch ein paar angelockt. Echt? So ein ah. Mist. Ja, kümmer du dich mal drum. Ich hab grad keine Zeit. Oh yeah. Wieso hab ich eigentlich zwei Schüssel? Weiß ich nicht. Nee, ich hab meinen. Herzlichen Glückwunsch, ja, meine Schüssel. Also, ich kämpfe noch bis im Morgengrauen, ne? Ja, ja, mach ruhig. Viel Spaß, viel Erfolg. Schreib eine Karte. Wir glauben an dich. Hast du jetzt das Arite eigentlich schon irgendwie bearbeitet oder so? Nein, habe ich noch nicht. Okay, ich frag nur. Alter, der hat eine verzauberte was? Rüstung? Oh, Entschuldigung. Ich bin fast tot. Ja, ich kümmere mich schon drum. Was zum Henker ist denn das für eine Pickaxe? Noch einer? Da. Was zum Henker ist denn die RR-Pickaxe? Was hast du da? Achso, mit Knockback. Ein Schwert mit Knockback, das sah aber so kurz aus eben. Was hat denn der? Leather Boots, ja toll. Aber was wolltest du, Dosh? Was eine RR-Pickaxe ist. Eine RR-Pickaxe? Ja. Keine Ahnung. Macht Luftlöcher. Trevorow, weißt du da was? Ja, gib her. Muss ich mir angucken. Die habe ich nicht gecraftet, die habe ich einfach gerade im NDI gesehen. RR oder RR? RR, Moment. Oh, schade, schon wieder aus. Aber auf so den Konkret kann man ein bisschen schneller laufen. Rita Reborn. Uta Reborn. So. Okay. Was kann die? Alter! Die hat mehrere Modes zum Durchschalten. Alter, wie viel? Gib's auf. Ja, Ping-Pong! Ping-Pong mit dem Zwerg. Geil. Das ist, weil die eine Weiler-Konfiguration im Moment noch ein bisschen broken ist. Wollte morgen gefixt sein. Wo haben wir denn... Naja, voll nervig, Alter. Die habe ich schon dreimal nachgestellt. Funktioniert auf dem Server immer noch nicht. So, der macht das noch, der macht das noch. Okay, gut. Warte mal. Können wir mal darüber packen und dann packen wir noch einen Stack. Osmium rein. Das sieht gut aus. So, wir brauchen noch, wie heißt's? Dingens, Gedönse, Gravel. Oh, Gravel habe ich. Gravel. Oh ja, ist genug da. Gut. Ja, das bin ich gerade auch jede Menge am Abbauen. Ja. Hier, Crazy! Ja? Könnte es vielleicht noch, lass mich mal überlegen. Warte mal. 3, 6, 12 Speed-Upgrades machen, wenn du Lust hast. So, ich dachte schon, ich muss irgendwas abbauen. Nee, nein, um Gottes Willen, das machst du ja schon freiwillig. Gottes Willen. Also Mechanismen-Speed-Upgrades meine ich, ne? Ja. Wunderbar. Das wäre super. Oh, das wäre super. Geht der ganze Mist rein, das rein. Wie viel brauchst du? 12 Stück erstmal. Okay. So, jetzt gehe ich mal in die Monsterfarm gucken, ob die jetzt mittlerweile ein bisschen was abgeworfen hat. Boah, hör mir bloß auf, da war ich mit Tagune in meiner ersten Folge drin. Ich denke mal, ja komm, Schotz, ja. Jetzt will ich mal wissen, wie das aussieht. Komm da unten an,
Genau in dem Moment, wo ich den Truhe reinschaue, fällt ein Enderman runter, macht den lautesten Schrei aller Zeiten. Ja, das ist mir auch passiert in der Aufnahme. Da bin ich auch runter, in die Kiste reingeguckt, ist ein Zombie runtergefallen. Hab ich gesehen heute. Mhm. Oder gestern? Ne, ich glaube gestern. Oder? Heute? Ich weiß gar nicht. Egal. 5 Enderperlen haben wir. Ja, cool. Läuft. Was wird denn das hier hinten eigentlich? Was denn? Ach, das war Vorbereitung Agricraft oder was? Ja, ja. Ach, die Slapster? Ja, mhm. Okay. Agricraft, ja. Weiß noch nicht, ne? Fraglich. Ja. Aktuell fraglich, sehr, sehr fraglich. Man aber erstmal auf jeden Fall stehen lassen. Weil wenn, dann müssen auch Hunger Overall, Pam's Harvest Craft und Spice of Life gleichzeitig mit rein. Und Environment nicht vergessen, ne? Die 3x2 waren mein Ernst. Environment nicht, aber die anderen 3x2 waren mein Ernst. Okay. Weil was haben wir denn mittlerweile? 35, ja, ist ein bisschen wenig. Ich bin der Meinung, die anderen Mods zusammen sind einfach so stark, dass man den Rest getrost mit reinschmeißen kann. Ja. Wo sind jetzt die ganzen. Wo sind jetzt die ganzen Barren hin? Seid ihr weich oder was? Die sind alle im Lager. Die sind im Lager. Klausen wir die Barren hier. Mama. Ah! Das so, aber bestimmt. Hier. Was? Wer ich? Ja, du. Ja, klar. Wer sonst? Ja, wohl nicht wahr sein. Du. Warum nicht? Ha? Ja, darum. Achso. Weil. Einfach nur weil. Mhm. So, haben wir hier schon automatische Sandfiltration? Sandfiltration? Nein? Nicht? Nein? Klaus? Hier? Wie viele Folgen wolltest du heute ungefähr machen? Och, ich weiß noch nicht. Warum? Ja, ich müsste auf jeden Fall die Gamescom überbrücken. Gamescon. Wann ist die? Diese Woche. Mittwoch bis Sonntag. Hm. Geh ich mal hin. Gut. Ansonsten, bei mir kommen ja die Folgen abwechselnd mit Space Astronomies. Ja, okay, bei mir kommen die. Astronomy. Ja, genau. Ich glaube, damit würde ich damit nur sagen, dass ich da bin. Ja. Also, hat man gemerkt. Also, damit solltest du mal zum Arzt gehen. Das ist Quatsch. Ja, also, diese Tanks laufen in jedem Fall ziemlich zügig voll. So. So. Bauen wir hier noch ein bisschen Concrete hin, wenn wir noch genug haben. Mann, wie schnell sind die? Der hat Haze drauf, das ist der Hammer. Ja, das können wir jetzt erstmal so lassen. So, noch hier eine Torch hin, damit da der das gelbe Kreuz da weggeht. Ah, hier auch noch. Na. Komm. Ja, passt. Da ist er auch noch. So. Ja, läuft doch. Schön. Ach ja, Klaus, bei dir war ja Montagmorgen Aufnahmetag, ne? Oder ist das Montagabend? Weißt wie? Hä? Generell meinst du? Ja. Nee. Verwechselst du gerade mit Beggarman. Mhm. Ah, danke für die Speed-Upgrades. Kein Problem. War das jetzt super? War das echt Beggarman? Ja, das war Beggarman. Alter, okay. So, 3 Speed-Upgrades hier rein. Dann und läuft es auch ein bisschen schneller. Dafür geht aber dann auch die Energie ein bisschen hoch. Boah, das ist noch auszuhalten. So, 1, 2, 3. Da rein. Dann, nee. So, zack. Die da rein und die. Ah. Da rein, so. Hup. Wupp dich. So, da kommt nichts rein. Nee. Da ist auch nichts drin, gut. Ah, jetzt kommt der mit dem Oxygen nicht hinterher. Ja, super. Warte mal, da gibt's doch noch so ein Upgrade, oder? Von Mechanism? Frag mich nicht.
Ja, ein Gas-Upgrade. Da. Okay, bei increases efficiency of gas using machinery. Increase. Ja. Was? Iron Grid? Ach so. Ja, okay. Passt. Haben wir noch Eisenpulver irgendwo? Da haben wir noch Iron Pulver. Iron Pulver. Pulver. So, dann brauche ich nochmal die und ich brauche noch ein bisschen Glas. Glas ist drüben. Das habe ich noch rübergepackt. Ich bin ein Toller. Ja, du bist der Beste. Der Tollste von meinem Tollen. Christian, was? Hast du gerade was zu tun? Ja, ich wollte gerade zum Village gehen. Dann geh du mal zum Village. Ja, okay. Na, tu mal nach dem Village hin. Ja. So, ich glaube, es wird. Ich muss nicht verschlafen. Bring mir was mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mehr brauchen wir erstmal nicht. So, mit den Gas-Upgrades habe ich selbst noch nicht rumgebastelt. Rumexperimentiert. Ich auch nicht. So, mal da reinpacken. Dann auch die Energie hoch, ich hoffe nicht. Nein, die Energie bleibt. Sehr schön. So, da kommt jetzt aber wahrscheinlich mit weniger Gas aus, ne? So. Effizienz. Einfach. Der ist leer. Der verliert schon wieder Energie. Ach nee. Oh, der füllt sich. Das ist gut. Das ist gut. Okay, wer hat das mit den Goldblöcken gemacht? Das war ich. Ah. Weil wir haben arschviel Gold. Geht doch. Ja, das ist ja nur ein Stack jetzt hier. Ne? Und wir haben noch Gold. So ist es ja nicht. Wo kommt ein Clay rein? In die Clay-Truhe. Gute Frage. Linke Goldkiste ohne Schild. Was? Ach so, ja, genau. Hm. Da müsste ich vielleicht auch noch ein paar Schilder hinmachen. Leder? Ja. Jo. Das ist erstmal da rein, dann wollte ich ihn jetzt noch. Achso, ja, Concrete, genau. Concrete, ja, komm hier. Haben wir, ein Stack. Nicht schlecht. So, bam. Dann können wir noch hier den restlichen Weg da machen, hoffe ich. Ja, ich glaube, mit dem kommen wir nicht so weit. Alter, diese Spitzhacke, die ist ja richtig abnormal. Schnell oder? Hm? Sehr schnell? Die ist extrem schnell. Das Concrete ist, einfach weg. Ja, okay. Das kann aber auch vielleicht daran liegen, dass Concrete irgendwie so ähnlich ist wie Netherrack. Ja, möglich. So. Gehen wir wenigstens schneller von hier. Lager zu Lager. Was? Ja, hier? Warte. Okay. Jetzt habe ich wieder nicht nachgedacht. Jetzt habe ich ein großes Loch unter meinem Lager. Wie komme ich wieder nach oben? Hm, super. Ja? Ja, Moment. Ja, ich habe noch ein bisschen Cobblestone hier. Baust du einen Schalter und packst Schalter und Buch in einen Crafting Grid. Dann hast du... Ah, Engineer's Manual. Cool. Noch ein Buch, was mein Inventar vollmüllt. Ja. Erst einmal. Und vor allem, wir haben keinen Bookbinder dabei. Ja, toll. Hast du gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wo der Bookbinder herkam. Das ist ein eigener Mod, das ist Anti-Drome. Okay. Oh, die Gravel packe ich noch da rein. Ja, dann könnten wir den doch im Prinzip auch dazu packen, oder? So. Wenn es nur so ein Bookbinder ist, ein Bookbinder-Rezept. Das ist wirklich nur der Bookbinder an sich, mehr ist da nicht drin. Können wir drüber reden. Gut. Bin ja kein Unmensch. Nö, nicht immer. Aber meistens. Das hast du gesagt. Ja, war auch so gemeint. Okay. Ich habe für jeden erstmal ein so ein Buch gecraftet, inklusive Tagun und Marcel. Ja, sehr schön. Wer mit deutschem Client spielt, das Buch ist auch teils übersetzt, soweit ich weiß. Ich weiß nur nicht, wo ich das für die anderen zwei Chaoten jetzt hinpacke.
Ja, dann machst du bei denen im Raum eine Kiste hin und packst es da rein. Komm, wir brauchen noch mehr. Ich habe jetzt hier extra noch die Gravel Road sitzen lassen, weil das Problem ist, wenn ich jetzt. Ja, wie demonstriere ich das jetzt am besten? So, ich pack mir jetzt hier mal zwei raus. Und die mal weg. Und die zwei drauf und dann bleibe ich hier hängen. Perfekt. Ja. Ne? Dann komme ich hier nicht hoch. Deswegen hier dann den Gravel Block. Ja, auch mal so für euch. Wo sind die jetzt? Achso, da. Keine Slabs direkt neben die Gravel Road, konkret gegen neben den Asphalt. Die Grete, die Konkrete. Ja. Das ist, weil du ein bisschen tiefer liegst da drauf, ne? Ja, ja. Ich glaube 7/8 ist der Block bloß hoch. Oder so. Du Klaus? Kann man... Meine Frage, wie lange wolltest du die Folge noch machen? Wir sind schon bei 31 Minuten. Achso, ja, stimmt, ja. Oh, schön. Gut. Ja, ja, die Zeit, ne? Die verfliegt. Also ein bisschen rumquatscht mit anderen Leuten. Ja, so, ja. Gut, aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden dann sagen, habt euch wohl, haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.